Kinderlein, gut, dass ihr da seid. Der Stream startet heute schon. Und jetzt dazu. Um 17.30 Uhr. 17.30 Uhr. Also eine halbe Stunde früher als sonst, denn ich muss später gehen. Ich habe heute Abend noch einen Termin. Zwar erst um 9, aber ich sollte um, ja, ich sag mal 20 vor 8 schon losgefahren sein. Deswegen streamen wir nur bis 19.30 Uhr, damit ich da nicht so in die Bredouille komme, wisst ihr? Da ist viel los und da muss ich deinen Parkplatz noch suchen und hin und her. Mit dem Scheiß, oder? Und ihr fragt euch jetzt, wo kann ich denn die Bubble-Dollar verdienen, verdammt mich noch einmal. Tja, folgendermaßen. Seit ungefähr einem halben Jahr sind einige von euch auf den Trichter gekommen, dass ich ja mehr Videos habe wie die letzten 100 oder sowas. Und es gibt viele, die auf alte Videos von mir kommen und da kommentieren und sagen, wow, ich habe gar nicht gewusst, dass du sowas gemacht hast und hin und her. Und ach, guck mal, du hast da eine Serie gemacht und du hast da Musik gemacht und du hast rumgetanzt oder so ein Scheiß. Folgendermaßen auf die Geschichte. Ihr könnt bis zu 100 Bubble Dollar gewinnen, wenn ihr unter alten Videos von mir kommentiert. Also wenn ihr sie euch anschaut und eben kommentiert. Irgendwas. Im Kommentar muss aber euer Twitch-Name stehen, damit ich weiß, wem ich die Punkte zuschreibe. Für jeden Kommentar gibt es 5 Punkte. Ihr könnt maximal 20 solcher Kommentare bepunktet schreiben. Ihr könnt gerne noch mehr kommentieren. Aber damit das nicht ausartet, könnt ihr halt insgesamt maximal 100 Bubble Dollar damit gewinnen. Mit diesen 100 Punkten kann man dann zum Beispiel am nächsten Giveaway dann direkt teilnehmen. Im heutigen Stream gibt es aber auch schon wieder ein Giveaway. Aber mit den Punkten kommt ihr wahrscheinlich bis dahin nicht hin. Beziehungsweise ich komme nicht hin, das alles nachzutragen. Das ist ja so ein bisschen Arbeit. Ich verlinke euch hinter dem Video einfach meine Playlist-Übersicht. Da seht ihr alle Playlists. Ja, da könnt ihr mal gucken, was ich alles schon so getrieben habe auf dem YouTube-Bericht. Daumen nach oben für diese außergewöhnliche Aktion.